Dies sind die Länder, die in wenigen Stunden vollständig von der Landkarte verschwinden werden, wenn das Meer sie verschluckt. Wenn diese Anzeichen sichtbar werden, müssen die Menschen diese Städte schnell evakuieren, um eine Katastrophe zu verhindern, die Milliarden von Menschenleben kosten könnte. Das hörte Sigmund Freud 1935 von Edgar Cayce. Das Erste, was dem jungen Telegrafisten auffiel, als er Edgar Cayces Zimmer betrat, war das kleine schwarze Sofa. Es war 1935 und der damals noch lebende Sigmund Freud hatte die Couch des Psychiaters in ein Symbol der Psychoanalyse und Therapie verwandelt. Allerdings war der junge Mann nicht da, um einen Therapeuten aufzusuchen. Er war dort, um das berühmteste Medium des Landes, Edgar Cayce, zu treffen. Cayce betrat den Raum, sprach ruhig und war elegant gekleidet. Er erklärte, dass er, Cayce, sich im Gegensatz zu dem, was der junge Mann dachte, selbst auf die Couch legen würde. Dann zog er seine Schuhe aus, legte sich hin und fiel in tiefe Trance. Nach ein paar Minuten begann Cayce, verschiedene Dinge über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu murmeln. Da wurde dem jungen Mann klar, dass Cayce nicht nur Vorhersagen über sein Leben machte, sondern auch über Ereignisse, die auf der ganzen Welt passieren würden. Seitdem ist Edgar Cayce als schlafender Prophet bekannt. Lassen Sie uns herausfinden, warum. Wenn Ihnen solche Videos gefallen, klicken Sie unten auf die Schaltfläche Abonnieren, um weitere wertvolle Videos zu erhalten, die wir für Sie vorbereiten. Kommentieren Sie unten, wenn Sie von Edgar Cayce und seinen Vorhersagen gehört haben. Edgar Cayce wurde in einer armen Bauernfamilie im ländlichen Kentucky geboren. Er war nie ein gewöhnliches Kind. Während andere Kinder draußen spielten, studierte Edgar lieber die Bibel. Bald begann er durch den Wald zu wandern, wo er angeblich mit kleinen feenähnlichen Wesen spielte. Als Edgar 11 Jahre alt war, las er im Wald in der Bibel, als ihn eine Gestalt besuchte, die er als Frau mit Flügeln beschrieb. Die Frau fragte ihn, was er sich im Leben am meisten wünsche, und Edgar antwortete, dass er anderen helfen wollte, insbesondere kranken Kindern. Später an diesem Tag erhielt Edgars Vater einen Brief von der Schule, in dem er sich über die Leistungen seines Sohnes beschwerte. Also beschloss der Vater, Edgars Rechtschreibung zu testen und war sehr wütend darüber, wie schlecht er es schaffte. Sein Vater warf ihn von seinem Stuhl und als er mit klingelnden Ohren auf dem Boden lag, hörte der junge Edgar die Stimme der Frau aus dem Wald. Sie sagte ihm, er solle seinen Kopf auf sein Schulbuch legen und schlafen. Als er aufwachte, wusste Edgar Wort für Wort alles in dem Buch. Also begann er zu lernen, indem er auf seinen Büchern schlief. Am Ende des Jahres war Edgar der beste Schüler der Schule und wurde sogar in eine andere Klasse versetzt. Seine Eltern begannen zu erkennen, dass ihr Sohn etwas Besonderes war. Beim Spielen in der Schule erlitt Edgar eine Wirbelsäulenverletzung, die ihn teilweise gelähmt machte. In dieser Nacht, während er schlief, rezitierte Cayce die Zutaten für ein Kräuterheilmittel, von dem er glaubte, dass es seine Verletzungen heilen würde. Da seine Eltern nichts zu verlieren hatten, bereiteten sie die Medizin nach den Anweisungen ihres Sohnes zu. Am nächsten Morgen war Edgar geheilt. Als Cayce etwas älter wurde, entwickelte er eine schwere Kehlkopfentzündung, die sich die Ärzte nicht erklären konnten. Also suchte er einen Hypnotiseur auf. Während der Trance behauptete Cayce, sein Problem sei eine psychische Lähmung. Der Hypnotiseur bat Cayce, die Durchblutung des betroffenen Bereichs zu erhöhen, und Cayces Kehle wurde leuchtend rot. Als er aufwachte, wurde er geheilt. Cayces Verlobte sagte, er habe eine von Gott gegebene Gabe und solle sie mit der Welt teilen. So begann Edgar Cayce, 2-mal täglich Messungen für Kranke und Verletzte durchzuführen. Im Jahr 1902 hielt Cayce eine Lesung, die dazu beitrug, sein Vermächtnis zu definieren. Bei einem 5-jährigen Mädchen wurde eine tödliche Hirnverletzung diagnostiziert. Da seine Eltern keine andere Wahl hatten, wandten sie sich an Edgar Cayce. Er stellte fest, dass sie tatsächlich eine Wirbelsäulenverletzung hatte und schlug vor, die Wirbel neu zu justieren. Innerhalb weniger Monate war sie vollständig genesen. Von da an trafen Briefe in großen Mengen ein. In den nächsten 40 Jahren hielt Edgar Cayce Tausende von Lesungen und half unzähligen Menschen. Aber Cayces Talent beschränkte sich nicht nur auf die medizinische Diagnose.
Er machte mehrere Vorhersagen über zukünftige Ereignisse, von denen viele wahr wurden und einige beängstigend waren. 6 Monate vor dem US-Börsencrash von 1929 warnte Casey seine Investorenfreunde, ihre Aktien zu verkaufen. Wer seine Warnung ignorierte, ging bankrott. 1931 prognostizierte er, dass sich die Weltwirtschaft im Frühjahr 1933 erholen würde, und das tat er auch. Im Januar 1934 sagte Casey voraus, dass Hitler an die Macht kommen und über Deutschland herrschen würde. Hitler wurde im August desselben Jahres Führer. Casey sagte, dass Hitler an der Macht bleiben würde, bis er durch einen externen Krieg gestürzt würde. 1935 sagte Keyes den Beginn des Zweiten Weltkriegs voraus. Er sah ein Bündnis zwischen Österreich, Deutschland und Japan, sagte jedoch, dass der Krieg viele Nationen umfassen würde. Er erklärte auch, dass die Vereinigten Staaten 1941 in den Krieg eintreten würden. Casey sagte den Tod von Franklin D. Roosevelt und John F. Kennedy voraus und dass die Vereinigten Staaten in den 1960er Jahren eine Zeit bürgerlicher und rassistischer Unruhen erleben würden. Im Jahr 1938 sagte Casey, dass unter dem Meer in der Nähe von Bimini vor der Küste Floridas eine Reihe von Tempeln entdeckt werden könnten, und sagte den Aufstieg von Atlantis voraus. 1968, 30 Jahre später, wurde die Bimini Road auf den Bahamas entdeckt. Casey beschrieb Atlantis als eine alte Zivilisation von der Größe Europas und mit überlegener Technologie, die vor etwa 10.000 Jahren aufgrund einer großen Überschwemmung im Atlantischen Ozean verschwand. Wir wissen jetzt, dass jede Zivilisation einen Überschwemmungsmythos hat und in allen von ihnen ereignete sich die große Überschwemmung vor 10.000 Jahren. Vor vielen Jahren machte Edgar Cayce, bekannt für seine vorausschauenden Visionen, eine überraschende Aussage. Zu einer Zeit, als die Sowjetunion auf dem Höhepunkt ihrer kommunistischen Macht stand, sagte er: Aus Russland geht die Hoffnung der Welt hervor, nicht aus Respekt vor dem Kommunismus, sondern aus Respekt vor der Freiheit. Es wird Jahre dauern, bis es klar wird, aber Russland wird es tun. Sei wieder frei. Diese Dokumente, zu denen auch religiöse Texte und Schriften der Essener Gemeinschaft gehörten, bestätigten viele der Beschreibungen, die Casey Jahre zuvor gemacht hatte. Diese Entdeckung bestätigte nicht nur die Richtigkeit von Caseys Ansichten über die Essener, sondern lieferte auch beispiellose Einblicke in das Leben und die Geschichte dieser mysteriösen Sekte und bereicherte das historische und religiöse Verständnis der Zeit erheblich. Casey war für seine bemerkenswerten Vorhersagen bekannt, die sich oft als richtig erwiesen und von denen einige für ihre Zeit beeindruckend konkret und früh waren. In den 1930er Jahren, lange bevor Wissenschaftler Klimaphänomene vollständig verstanden, sprach er bereits über Ereignisse wie El Niño und La Niña. Diese Ereignisse haben große Auswirkungen auf das globale Klima und verändern Temperatur- und Niederschlagsmuster in verschiedenen Teilen der Welt. Casey erwähnte diese Klimaschwankungen bereits, als nur wenige von ihrer Existenz wussten. Darüber hinaus betraf eine seiner überraschendsten und am meisten diskutierten Vorhersagen die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten. Casey sagte voraus, dass der 44. Präsident der Vereinigten Staaten schwarz sein würde. Eine Vorhersage, die viele Jahre später mit der Wahl von Barack Obama im Jahr 2008 bestätigt wurde. Diese Vorhersage zeigte nicht nur seine beeindruckende Fähigkeit, zukünftige Ereignisse vorherzusagen, sondern verdeutlichte auch: A. Dies ist ein bedeutender Wandel und ein historisches Ereignis in der amerikanischen Politik, das Obamas Wahl als einen Moment von großer kultureller und sozialer Bedeutung markiert. Casey war für seine verblüffenden Vorhersagen bekannt und eine davon enthielt sogar das Datum seines eigenen Todes. Am 1. Januar 1945 machte er eine düstere Vorhersage, dass er innerhalb von 4 Tagen begraben werden würde. Seine Frau war verständlicherweise ziemlich erschüttert und unzufrieden mit dieser Vorhersage. Obwohl es sich um eine alarmierende Aussage handelte, wurde sie letztendlich bestätigt. Casey starb 3 Tage später an einem Schlaganfall und wurde genau wie vorhergesagt in seiner Heimatstadt begraben.
Diese Vorhersage beweist nicht nur Caseys bemerkenswerte Fähigkeit, zukünftige Ereignisse vorherzusehen, sondern verdeutlicht auch die emotionale Wirkung, die solche Vorhersagen auf seine Lieben haben können. Als seine Frau diese Vorhersage hörte, war sie zutiefst beunruhigt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle Vorhersagen von Casey zutreffend waren. Er verwendete häufig Ausdrücke wie »vielleicht« und »ich denke« anstelle positiver Aussagen, eine gängige Technik, die als Barnum-Effekt bekannt ist und bei der Menschen dazu neigen, vage Beschreibungen als ausschließlich auf sie selbst zutreffend zu akzeptieren. Es gab viele Gelegenheiten, bei denen Casey einen Brief von einer kranken Person erhielt und ihm eine Lesung vorlegte und ihm eine Diagnose stellte, ohne zu wissen, dass die Menschen, während er sich in Trance befand, bereits tot waren. Die Verteidiger von Case argumentierten, dass sie nicht gestorben wären, wenn sie das Heilmittel zu Lebzeiten angewendet hätten, und wenn Casey es vermasselte, gab es immer eine passende Ausrede. Beispielsweise gab er den Ort eines vergrabenen Piratenschatzes an, was dazu führte, dass sich Menschen auf der ganzen Welt auf die Suche machten, ohne etwas zu finden. Die Verteidiger von Casey sagten, es sei möglich, dass die Geister von amerikanischen Ureinwohnern oder Piraten ihnen einen Streich spielten. Edgar Casey war ein Hellseher, oder zumindest glaubte er, dass er einer war. Niemand weiß es genau. Case wurde nie als Betrüger entlarvt und ich glaube, er hat gesehen, was er gesagt hat. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage befragte tausende amerikanischer Erwachsener mit ähnlichem Einkommen, ähnlicher Bildung und akademischen Leistungen und ergab, dass 50% der Menschen an irgendeine Form eines psychischen Phänomens glauben. Die Untersuchung ergab auch, dass Menschen, die nicht an Hellseher glauben, dazu neigen, strukturierter und analytischer zu denken, während diejenigen, die daran glauben, dazu neigen, emotionaler und kreativer zu denken. Auch wenn dies bis zu einem gewissen Grad zutrifft, ergab die Untersuchung auch, dass diese vermeintlich naiven Gläubigen in ihrem Leben viel glücklicher waren und deutlich weniger Stress hatten als die Skeptiker. Wenn wir über psychische oder übernatürliche Phänomene, Aspekte der Religion oder alles, was sich einer wissenschaftlichen Erklärung entzieht, diskutieren, können wir nicht leugnen, dass sie den Hinterbliebenen Trost, den weniger glücklichen Hoffnung und einer bestenfalls chaotischen Existenzstruktur bieten. Existiert das Übernatürliche? Wir können es nicht mit Sicherheit sagen. Was wir wissen ist, dass die meisten Hellseher heutzutage Betrüger sind, die Menschen ausnutzen. Aber Edgar Case nahm nie Geld an. Er wollte wirklich helfen. Ob er nun ein echter Hellseher war oder unter Wahnvorstellungen litt, ist meiner Meinung nach egal. Wir brauchen mehr Menschen, die bereit sind, ihr Leben der Hilfe für andere zu widmen. Mehr Menschen, die sich nicht als Zentrum des Universums sehen, sondern als Teil davon. Als Teil einer größeren Gemeinschaft, in der wir füreinander sorgen müssen. Echt oder nicht? Wir brauchen jetzt mehr Menschen wie Edgar Case, mehr denn je. In Kürze präsentieren wir Ihnen ein beispielloses Video über versteckte Botschaften, aktuelle Entdeckungen und angebliche Vorhersagen, die möglicherweise eintreten. Bleiben Sie dran und verpassen Sie nicht die nächsten Videos.